sagen, geil, guck mal, zack, zack. Ich habe genauso. Und manchmal mal beide sehr gut mit der positiven Motivation. Hallo? Jetzt müssen wir mal ein Interview führen. Ja, bitte. Schöne Berichte, schöne Videos. Wie haben Sie den Sieg aufgenommen? Aufgenommen? Ich habe den gar nicht aufgenommen. Ich war dabei. Ja, wie haben Sie heute den Mixpartner eingeschätzt? Vom also spielerischen her? Partner, auch wenn er relativ jung ist und gern mal zum Nervenfacher reinkommt, absolut kontrolliert, ständig präsent auf dem Platz. Er war sehr schnell unterwegs, trotzdem aber sehr sicher. Also es hat euch Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Ich war begeistert. Mich hinten. Scheiße. Was? Er hat viel verloren. War kaputt. Das ist okay. Aber natürlich trotzdem irgendwo innere Genugtuung. Das ist gut. Wir haben ja, insgesamt ist ja der Sieg davon getragen worden und das Team zählt ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ja gesehen, dass der Gutgarn gewinnt, weil ich mir gedacht, das braucht man einzig gar nicht mehr gewissen. Ich war schon so gequält vom Doppel. Mehr an meiner Konzentration. Erotisierung des Spiels. Ich konnte die Massen bewegen. Und außerdem bin ich fucking fahren. Ich bin geflogen, was halt. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mit dem fucking Panzer ausgereizt fällt ihm nichts Besseres ein. Doch. Jetzt geht er aber wieder mal gegen mich. Das motiviert mich ungemein. Einen Moment, ein bisschen kurz rüberschwenken zu Herrn Cäsar. Herr Cäsar, was sagen Sie dazu? Ja, der Gutgarn hat mich heute wieder total überrascht. Der war einfach fucking fast.